schreist, in seiner gemalten wie in seiner gedruckten Version wahrscheinlich das populärste, das bekannteste Werk von Edvard Munch. Und es ist durchaus ambivalent, wer oder was hier einfach diesen Schrei der Kreatur von sich gibt. Ist es die Natur, wie er in einer Beschreibung des Werks selber sagt, Edvard Munch, es ist die Natur, die er von hinten brüllen hört und deren Gedröhne und Getöse ihn in Furcht und Angst versetzt, oder es ist der Schrei dieser merkwürdigen Kreatur, die ja ein nur menschenähnliches Wesen ist, aber in ihrer Abstraktheit keine konkrete Person zeigt. Wir wissen das nicht. Die wirkliche Symbolkraft des Werks geht davon aus, dass es eine Figur ist, die Edvard Munch gefunden hat, die für die Angst schlechthin des Menschen vor dem Unbekannten steht. Die Angst vor dem, was kommt, was hinter einem ist, was vor einem ist, man nicht sieht, nicht ahnt, nicht spürt. Und alles an diesem Werk ist eigentlich auf Schönheit ausgerichtet. Die ondulierenden, wunderbar flüssigen Formen. Gäbe es da nicht diese schneidend aggressive Diagonale des Landungssteges, der weit hinausragt in den Fjord und das Bild wie ein Rasiermesser durchschneidet. Der eigentliche Schrei ist dieser Schnitt, der das Bild zerteilt und vor dem dann diese Figur ihre Ohren sich zuhaltend in diesen stummen Schrei der Verzweiflung und der Angst ausbricht. Wann und wo genau Edvard Munch diese Idee des Schreis der geängstigten, gepeinigten Kreatur hatte, spielt in Wahrheit gar keine Rolle mehr. Es ist bereits eine Summe an Erfahrungen, die in das münden, was Munchs Einsamkeit, Isolation und Fremdheit in der Welt, in der Gesellschaft, in der Natur zum Ausdruck bringt. Ein Gefühl, das wir so sehr teilen. Wir sind nicht Herr im eigenen Haus und das ängstigt, auch in einer Zeit wie der heutigen, mehr als alles andere. Er verlagert letzten Endes den Schrei dann doch in seine Heimat, nach Oslo, in den Fjord von Christiania, wie Hauptstadt bis zur völligen Unabhängigkeit des Landes von Schweden heißt. Aber der Fjord ist nur ein Bild wiederum als nautische Daseinsmetapher des Meeres, denn man sieht ja auch kaum, dass sich bei diesem schneidenden diagonalen Gebäude es um einen Landungssteg handelt. Es ist ein Weg, auf dem zwei Figuren wandeln und die nichts mitbekommen von dem ungeheuerlichen Vorgang, der sich für die Vordergrundsfigur auftut.